Morgens um 7 Uhr in Rechlin, Mecklenburg-Vorpommern. Technik wird an einem Ferienhaus angeliefert. Wir haben angefangen mit der Demontage der alten Anlage, der alten Wärmepumpe, haben zeitgleich dann die neue Wärmepumpe geliefert bekommen und sind dabei, diese zu installieren. Das hat auf jeden Fall was mit Wärmewende zu tun. Wir verbauen deutlich effizientere Anlagen als vorher oder auch gerade, wenn jetzt Öl oder Gas rausfliegt, sind diese Wärmepumpen deutlich CO2-sparender, energiesparender als die Anlagen vorher. Azubi-Anlagenmechaniker Orl Zimmermann gehört zum Team. Ich bin hier Auszubildender und ich arbeite hier gleich mit. Also für mich ist das so wie so der Firmenethos. Man gehört so gleich dazu, man ist gleich mit dabei. Ich würde sagen, das ist schon ein Traumjob eigentlich. Wir brauchen Nachwuchs, wie jedes andere Unternehmen auch. Deswegen sind die Auszubildenden unglaublich wichtig, um das Fortbestehen der Firma zu sichern, um dann auch die Weitergabe des Wissens und dann die fachgerechte Installation eben ausführen zu können. Also wir gehen aktiv auf die Schüler drauf zu, bereits wenn sie noch in der Schule sind oder nach dem Abitur eben. Wir besuchen sie auf Messen, wir laden sie zu uns am Tag der offenen Tür in die Firma ein. Erster Kontakt von Orl, wie bei vielen anderen potenziellen Azubis, mit ST Gebäudetechnik war auf einer Ausbildungsmesse. Systemplanerin Laura Wiemann gab technische Impulse und lud ihn in die Firma ein. Im Firmensitz von ST Gebäudetechnik der jährliche Praxistag für Schülerinnen und Schüler. Abteilungsleiter Florian Bieneck stellt das Unternehmen vor. Wir haben einen Anlagenbau, wir haben eine Serviceabteilung, wo selbstverständlich dann die Elektroniker für Energiegebäudetechnik mit bei sind, die Mechatroniker. Wir haben eine spezielle Wärmepumpenabteilung. Wir haben separat noch ein Backoffice. Damit alle Berufe auch tatsächlich zusammenarbeiten können, brauchen wir natürlich auch noch den technischen Systemplaner oder die technische Systemplanerin, sowie natürlich auch die Industriekauffrauen und Kaufmänner. Ja, hier war ich auch gewesen damals. Das ist der Praxistag. Ich habe mir da vorher auf der Messe natürlich schon mal einen Einblick verschafft, aber jetzt hier vor Ort ist das natürlich alles nochmal deutlich wirksamer, weil man eben die verschiedenen Berufe und so weiter alles nochmal deutlich besser kennenlernen kann. Danach ein Einblick in verschiedene Bereiche. Auch ein Fitnessstudio, exklusiv für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gehört dazu. ST Gebäudetechnik hat in den letzten Jahren einen Paradigmawechsel in der Gewinnung des Nachwuchses vollzogen. Wir bewerben uns bei Ihnen, also nicht so wie früher umgekehrt. Wir bewerben uns mit dem, was wir bieten. Und dann, wenn die bei uns Praktikum machen, kriegen die von unseren Monteuren einen Daumen hoch. Wenn sie fleißig sind, interessiert sind und dann kriegen sie ein, zwei Chancen. Fanjob, Fanarbeit, Praktika nochmal machen. Und dann ist schon der Ausbildungsvertrag da. Ich finde den Job richtig super. Ich war jetzt bei der Azubi-Kennenlernfahrt, da habe ich alle anderen Azubis auch nochmal kennengelernt und wurde richtig gut aufgenommen. Heute, was machen wir? Wir zwei, wir bauen heute eine Wärmepumpe ein. Ich bin nicht alleine, denn es gibt noch
über 25 andere Leute, die einen Beruf erlernen, um mit an der Energiewende zu arbeiten.